Hallo! Rat mal, wer hier ist. Und zwar Boxflash und. Ja, leider ist es das letzte. Leider ist es das letzte Tutorial, um PC schnell zu machen, ein Fail geworden. Ja, ich habe keine Geräusche, hab ich auch nicht gemerkt. Jetzt habe ich es hochgeladen und dann Scheiß nochmal. Und ja. Hier. Jetzt sage ich jetzt nochmal. Aber da mit Geräuschen. Okay, danke mit Geräuschen. Gut, als erstes zeige ich euch mal den ersten Trick. Und zwar gehen wir mal erstens auf diesen Startprogramm. Also hier unten. Dann geht ihr hier auf Systemsteuerung. Danach klickt ihr hier in den Systemsteuerungsfall. Klickt drauf, danach auf das erste alle Systemsteuerungselemente. Jetzt seht ihr eine große Auswahl von Elementen. Ihr geht erstmal auf das Leistungsinformations- und Tools. Und dann geht ihr hier auf visuelle Effekte on Porcelain. Und dann seht ihr schon, wenn es alles ausgefüllt ist, danach sieht es so aus wie bei Windows 7. Das ist jetzt nur für Leute, die Windows 7 haben. Das sollte ich am Anfang sagen. Und dann geht dann, wenn ihr jetzt euer PC schneller machen, geht ihr zum Beispiel hier auf Bloater definiert oder auf für optimale Leistungen anpassen. Und klicken jetzt mal auf Übernehmen. Seht ihr schon gleich. Dann fahren wir das mal weg. Und dann steht bitte warten. Und wie ihr seht, ist jetzt XP geworden. Das ist jetzt so und ich will ein bisschen ausprobieren, mach ein paar weg und dann habt ihr bald so nicht so XP, sondern so hier, so wie Windows 7, aber habt dann noch trotzdem schneller am PC. Gut, ich mache jetzt hier für optimale Einstellungen automatisch auswählen. Hoffentlich gerade mein Laptop das Beste ist. Ist es ein 7 besser als XP? Kommen jetzt zum Tipp Nummer 2! Und zwar geht ihr hier auch wieder auf Startprogramm und danach seht ihr unten so eine Leiste. Das ist jetzt von Windows 7 bei Windows XP oder wie es halt, muss man hier auf Suche danach das eingeben. Ihr gebt da Prozent, Tem, Prozent. Ihr müsst nicht gerade da machen. Ihr könnt auch bei, wenn das so ausführen, wenn ihr ausführen könnt, könnt ihr auch so machen und dann hier reinschreiben. Öffnet sich der Ordner trotzdem. Okay, das ist jetzt der Ordner. Das sind jetzt bei mir wenige Daten drin. Bei uns sollten jetzt mehr, sagen wir mal, von über fast 500 Daten. Das sind alles unnützlich. Das sind alles nur gespeicherte Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Skype reingehe, wie ihr seht schon, ich gehe in Skype rein, speichere das paar Daten, die ich mit jemandem geredet habe und so alles. Alles total unnötig. Wenn ich reingehe, dann habt ihr bestimmt so eine lange Leiste und so alles. Bis über 500 Daten drin. Könnt ihr alles löschen. Das macht jetzt gar nichts aus, aber ich soll bestimmt gar nichts bekommen. Man kann nicht alles machen, weil manche ja offen sind. Okay. Und ich muss euch noch eine Geschichte erzählen über das. Vor einem Jahr oder so habe ich das auch einmal gemacht, aber ich habe mein Laptop 2010 bekommen. Da, wo es rauskam. Mein Laptop. Und 2012 habe ich aber geguckt, wie man den PC schnell macht, weil es viel gelackt hat, die Games. Und danach habe ich gesehen, einer hat das Prozent im Temp gemacht. Ich habe das gemacht und in den 2 Jahren sind über 2.000-3.000 Dateien gespeichert worden und ich habe über 8,5 GB gelöscht. Hab mein PC sehr schnell gemacht. Ich könnte ja sagen mal von 850 bei den Spielen auf 1000 kommen, also 1024 oder so, keine Ahnung. Das kann euch sehr weiterhelfen. Ist sehr gut und ja. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar ist es der C-Cleaner. Das ist kostenlos noch, es gibt auch eine Geldversion. Die Geldversion kostet, glaube ich, 20 Euro. Aber bei der kostenlosen Version ist es auch gut, aber ist jetzt nicht besser als das andere. Also beim kostenlosen handelt es nicht alles, sondern macht nicht alles fertig. Gut. Dann öffnet sich sowas und ihr könnt noch Updates suchen und sowas machen. Ich aber nicht so. Nein, ich gehe einfach auf Cleaner. Auf hier könnt ihr aussehen, was ihr alles gelöscht habt. Also was alles zum Beispiel. Das will ich nicht, Menü oder so. Könnt ihr euch angucken, was ihr wollt. Wenn ihr es nicht wollt, sind so alles, sagen wir mal. Ich mache jetzt mal so nach analysieren. Das kann ein bisschen dauern. Bei euch oder so. Desto mehr habt, desto länger dauert es.
Dude. Oh no, das ist jetzt die Musik weg. Das ist drauf. Muss gleich wieder aneinander. Schwarz Power. Okay. Und ihr seht schon, das ist mir gedacht, aber wenn ihr rangeht, da seht, da sind mehr tausende von hunderte von anderen. Jetzt mal zurück, dann seht ihr schon, in 2 MB machen 97 Dateien oder 373 Dateien machen 332 MB. Und ja. Das ist sehr gut zu löschen, das ist nicht wichtig und so alles. Okay, ja, und jetzt. Manche ist das schon wichtig wie, sagen wir mal, Papierkorb leeren, das muss man dann nicht immer, Cookies und so. Miniaturansicht, okay. Dann geht man hier auf C-Cleaner starten. Mal drauf und macht das einfach mal. Ich mach kurz einen Cut, mach wieder Musik auf. Gut, Musik angemacht. Und ihr seht schon, der Cube ist in der Like Me. Das ist, irgendwie der zweite. Doch mitmacht. Musik ist, glaube ich, ein bisschen lauter. Oh shit. Und da seht ihr schon, MB, so viel MB wird entfernt. Es muss sich immer passend so viel MB entfernt werden. Manchmal kann ich alles machen, weil es ja die kostenlose Version ist. Und jetzt seht ihr auch, wie viel Zeit es gebraucht hat, um es zu löschen. Und da können wir zum. Ah, noch Zeit. Dann gehen wir hier zum Registry. Das löscht, das sucht nach Fehlern. Das kann nicht alle, sagen wir mal. Warten wir mal. Ich mach kurz Cut, bis es fertig ist. Kann ein bisschen dauern. Wir sehen uns gleich wieder. Gut. Ja, seht ihr schon, das sind jetzt schon wenige Fehler. Ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Monat nicht euer PC mit Fehlern bereinigt, danach sollten tausende von Fehlern kommen oder so. Also es kommt, da waren auch, keine Ahnung, 200 oder so Fehler da, 160 oder so, keine Ahnung. Gut. Da geht man hier auf Fehler beheben. Ob man speichern will. Kann man hier drücken, um zu speichern. Muss man nicht. Und das, na, drüber aufeinander kommt es da. Was sind da was für Fehler zu sehen? Wenn man einfach nur auf Beben drückt, beben es nur eins. Wenn man auf alle ausgewählten Fehler, kommt es ja. Wenn man zu macht. Wenn es jetzt viele sind, sollte man es ein paar Mal machen, so drei Stück. Wenn man so 30 oder so Stück, sollte man zwei, drei Mal versuchen, weil es nicht alles, weil es ja die kostenlose Version ist. Gut, dann habe ich schon keine Fehler gefunden, es hat jetzt alle Fehler gelöst, die ich hatte. Das ist sehr gut, das kann zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Fehler habt, bei Dingen könnte ich es mir öfter, dann löscht es das Fehler und die könnt ihr da alles machen, was ihr wollt. Gut, das ist genau das gleiche wie bei, wenn man auf das geht, Systemsteuerung und man kann den installieren. Das beides ist gleich, nur dass man, wenn man drauf tut, ist dann nur das da kommt. Man muss auf den installieren drücken. Ich will mal kein drunter gehen und danach sehe ich mal. Blablabla. Gut. Ja, kommen wir zum nächsten. Und zwar ist es der. Das habe ich jetzt nicht, aber das zeige ich jetzt mal. Und zwar ist der Name. Ja. Optimizer Pro. Das ist eigentlich unmöglich. Optimizer Pro heißt das, ist es. Ich mach mal gleich kurz ein Bild auf. Ich habe das jetzt sehr da, dass man das muss mit echtes, das muss man mit echtem Geld kaufen. Also Leute, die es nicht machen, kaufen wollen, dann schalt einfach für 2-3 Minuten weg. Und danach sehen wir, danach zeige ich mal. Optimizer. So. Und das ist die, man kann bei Amazon kaufen, bei vielen verschiedenen Sachen. Ich nehme die richtige Website, aber scheiße. Gut, Optimizer Pro behebt auch mehr Probleme als C-Cleaner, aber nur wenn die kostenlose Edition ist. Das ist einfach, das ist auch für gut, Optimizer Pro. Es hat jetzt Fehler, nur ein paar gefunden und bei Optimizer Pro findet es doch 5000 weitere und so alles. Wenn man es verkauft, dann löst das alle Probleme. Also Optimizer Pro ist schon zu empfehlen. Das hatte ich noch nie gehabt, aber ist wirklich zu empfehlen. Und ja. Kommen jetzt zum nächsten. Und zwar ist es nochmal was, was man steuern muss. Aber das ist jetzt total kostenlos. Das habe ich jetzt auch nicht, aber ich zeige es euch mal. Die Musik ist wieder aus. Und zwar ist der Name. Manche Leute sollten es vielleicht wissen. Also ich habe es ja nicht gesagt, aber. Von diesem nicht nochmal reinfallen müssen. Jetzt nur für Game-Controls.
Und zwar ist der Name. Ja. Game Booster. Nummer 3. Und ja. Game Booster ist was sehr. Ist schon was Cooles. Ich kann es runterladen. Ich mache da gleich einen Cut, weil ich brauche. Game Booster ist auch gut für mich. Ich hatte gleich wieder. Gut. Und das ist jetzt Game Booster. Das ist jetzt Spiel, das ist jetzt normal. Ich bin von selbst eingesetzt. Die könnt ihr alle löschen. Gut, das sind alle unnötig. Weil Diagnose könnt ihr so machen, Diagnose, blablabla. Sie ist diagnosiert. Habt ihr ja PC und so alles, okay. Total, ich weiß gar nicht, was das ist ganz. Aber ja. Und dann gehen wir hier auf Spielbox hinzufügen und sagen wir, ich will jetzt Counter-Strike. Ja. Oh, dann ist das Richtige. Okay, ja. Dann kriegt ihr aber einmal da. Okay. Wenn jetzt gestartet, dann ist es jetzt Ende der Woche. Kommen zum ersten und zwar den. Oh, scheiße. Das war bei Prozesse. Da könnt ihr sehen, was alles nützt und wie viel GB ich wegmacht. Das kann uns sehr gut helfen. Und sagen wir mal, Skype, das sieht sehr viel auf. Snap, du, das kenne ich gerade, das will ich auch noch löschen. Sagen wir, ich mache jetzt ein paar weg. Ja, und dann macht ihr ein paar weg. Und dann macht ihr bei allen, dann macht ihr die Tür übernehmen. Und ein Spiel auf, dann ist es anders. Wenn ihr gucken, was ihr nicht braucht. Ich mache jetzt mal das da weg. Mach auch das da rein. Na, bei Internet Explorer ist es so, dass ist euer ganzes, dass ihr nichts mehr sehen könnt. Nicht mal euer, ihr könnt nur euer Bildschirm sehen. Mit so könnt ihr zurückkommen, aber das mach ich jetzt nicht. Auf VTL im Desktop. Das sieht ihr. Gut, mach ich auch nicht. Ich drücke mal auf Übernehmen, danach ist es anders. Soll ich das mal zeigen, oder? Klappe und nein, tut das nicht. Euer PC mehr Ding das. Toll. Da war, da ist es gemacht. Und viel schneller. Ein Abo da, kommentiert es und sagt mal, ob das mit der Hintergrundmusik geklappt. Ob es euch gefällt hat, schreibt es in die Kommentare, ob ihr wollt und. Gut, dann sage ich tschüss. Ich bin Box. Ich bin euer Box. Cool Lieder und wir sehen uns beim nächsten Let's Play oder Tutorial oder Gameplay. Also tschüss.